Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Und wie ihr seht, diesmal Yu-Gi-Oh! Und diesmal auch nicht für die PS3, sondern für die PS4. Ich bin vorher nicht zugekommen, weil viel Stress und mein Finger und ihr wisst, ja. Aber jetzt kann ich ihn so halbwegs abstützen. Und jetzt wollen wir uns das einfach mal hier vornehmen. Bin mal sehr gespannt. Ich habe es auch die ganze Zeit noch nicht gespielt, weil ihr wisst, bei mir immer ungetestet. Ach, mein Profil steht oben. Ich habe 100 Punkte. Hilfe und Optionen. Total gespielt. Steuerung, Einstellungen. Musik. Ja, das war von Anfang an so schon? Okay. Machen wir die Musik noch ein bisschen runter und Sound lassen wir mal oben. Ich mach mal die Musik noch ein bisschen runter. Nee, das reicht so. Wir wollen ja nicht hier Musik die ganze Zeit hören. So, Einzelspieler, Multiplayer, Battle-Paket. Achso, habe ich noch nicht freigeschalten. Deck ändern. Aha. Und was habe ich denn überhaupt an Karten? Ah, ich kann verschiedene Decks machen und ich habe... Okay. Zombie. Okay. Zombie-Deck oder Drachen. Und jetzt sind alle Drachen hier. Das ist ein Axt-War-Warrior, also Kämpfer. Also Krieger. Gut. Okay. Mal gucken, was wir damit reisen können. Wir machen jetzt erstmal Einzelspieler. Ich werde auch später nochmal eine Kampagne oder Tutorial. Ich mache gleich mal... Na, Tutorial brauche ich nicht. Inhalte zum Herunterladen. Kampagne. Yu-Gi-Oh! GX, 5Ds, Sechsel. Was, nach Sechsel kommt noch was? Da kenne ich ja eigentlich dieses Arc. Was nehmen wir denn jetzt? Ach, wir fangen mal oben bei Yu-Gi-Oh! Normal an. Okay, nicht der Duellanten. Weiter. Das scheint jetzt hier auch eine... Ja, das scheint... eine Story zu haben. Was die PS3-Version ja nicht so wirklich hatte. Die hatte ja nicht so wirklich eine Story gehabt. Das ist ja jetzt hier dann mal was anderes. Also obwohl mich das bei der PS3-Version auch nicht gestört hat, dass die jetzt keine Story hatte. So, das Deck ist jetzt aufgebaut wie... Achso, Straße und... Achso, das ist wie so ein virtuelles Duell gemacht. Ah, okay. Und der hat 2000 in der Verteidigung. Genau, den werden wir mal setzen. Kann ich nicht. Alle Monster, die du kontrollierst, erhalten nur während einer Battlephase 200. Ach, der tippe ich nochmal auf. Der hat die, oh, die hat 2400. Das ist schön. Drache. Werde ich mir aufheben. Hier habe ich nochmal immer Verteidigung. 1800 ist auch okay. Und 2400. Das war 6 Sterne. Okay. 4 Sterne. 4. Was hat der? Der hat auch 4 Sterne, glaube ich, oder? Ja. Gut.
Monster mit 1850. Ah, greif mal an. Hihi, Lusche. Ja. So. Ich will nicht. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den ersten Angriff überlebt. Ich will nicht die packen. So, jetzt aber. Ich will die packen. Ich will nicht, dass die mehr Power kriegen. Kann ich nicht. Aktiviere diese Karte, nimm du ein Monster, Friedhof, Weltbeschwörer, aktiviere diese Karte, nimm du ein Monster. Friedhof, jetzt beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. In der Angriffsposition werden sie gerade. Okay. Nee, der TB ich mir noch auf. Der TB ich mir noch auf. Nee, Battlephase will ich auch nicht. Oh, nächste. Und fertig, ich will nicht. Muss jetzt eh eine Karte packen oder was? Oh, denn aber aktiviere ich die jetzt halt mal. Ich will die ja nicht aktivieren. Ich habe da auch gar nichts auf dem Friedhof, ey. Ah, jetzt kann ich die setzen. Wieso kann ich die nicht setzen? Beschwören wir einfach mal den. Wie fährt der hier? 1850. 1800. Bin ich jetzt schon in der nächsten Battlephase endlich mal oder was? Ich will nicht. Ich will mit dem nicht in die Angriffsposition wechseln. Beschwören geht nicht. Ja, Tutorial beenden. Das geht mir jetzt hier gerade auf. Muss ich doch machen, oder was? Muss das doch echt machen hier, ey. Ist doch doof. Endphase Zug. So, geht doch. Nein. Jetzt packt er weiter, damit greift er mich an. Bumm, da verliert er wieder Punkte. So.
Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen ersten Angriff überlebt. Du hast... Lass mich... Was? Das weiß ich doch. Zauberkarte und Fallenkarte spielen. Diese Karten werden... Zauber- und Fallenkarten. Okay. Grüne. Ja. Effekt aktivieren. Setzen. Noch eine Angriffsposition. Da kann ich ihn packen auf immer oder was? Mehr nicht. Das sollte ich die ganze Zeit machen oder was? Ich wollte aber gar nicht mit dem Drachen an... Ja, okay. Dann machen wir das halt, wie die das wollen. Ich kann das nicht, ey, das ist... Ja... Oh, jetzt muss ich den... Ich hätte doch den anderen nehmen... Ah, oh, trottelig, ja. Friedhof legen, um Monster zu zerstören. Ah, okay. Ich habe ja keine offene Zauberkarte auf dem Friedhof. So. Machen wir das einfach auch nochmal aktivieren. Okay. Gut. Guck mal, falsche Taste. Battle. Angriff. Angriff. So, tot. So, ist jetzt meine...
Tutorial-Phase hier vorbei, Arzt. Okay, oh. Neue Kampagne, Duell. Was? Neue Kampagne, Duell. Neue Deck-Avatar, neue Deck-Rezept. Belohnung. Mein Kartenpreis. Siegpunkte verdient. Okay. Aha, okay. Okay. Ich sehe jetzt hier langsam durch. Ich hoffe, dass ich jetzt im nächsten Kampf jetzt hier nicht tutorialmäßig. So, das ist ja alle Ditte hier mit dem weißen Drachen mit blauen Augendings da, den Kaiba unbedingt haben wollte, den er von Julis Vater, Opa geklaut hat. Muss man das Karte, ja. Bla bla bla. Kenne ich alle aus der Serie. Okay, da ist er, komm. Geschichte decken, hörtet einfach mal. Dann müsste ich jetzt rein theoretisch mit Yugis Deck anfangen, oder? Spiel als erster, Spiel als zweiter, Spiel als erster. Ja, ich spiele mit Yugi. Alles klar. Oh, Exodia. Wenn ich Glück habe, kriege ich vielleicht Exodia zusammen. Darkhold, das zerstört schon mal alle Monster auf dem Spielfeld. Das ist schon mal sehr positiv. Was ist denn ein Monster da? Warte aus, übernimm die Kontrolle über das unfähige Monster während jeder Standby-Phase deines Gegners erhält. Er erhält 1000 Lebenspunkte. Okay. Gut, wir nehmen erstmal Kirby. Kuribo, meine ich. Oder nehmen wir den. Ah, das sind 7 Sterne und dann kann ich garantiert nicht rufen. Nee, sag ich ja. Nehmen wir Kuribo. Setzen. So. Da brauche ich auch keine Battle-Phase hin. Da können. Oh, da falsche Taste. Da können wir gleich sagen Endphase. Topf der Gier, das war so klar, beschreibbar. Oh, der Djinn, ja toll. Er macht das Kuribo platt. Oh, ja, klar. Und der Drache, ist klar. Verarschen kann ich mir alleine. Hier hat er 3000 oder so, war? Ja, 3000. Machen wir einfach mal so. Effekt aktivieren. Boom. Alle Monster werden zerstört. Bist du weg, du Bastard. So. Beschwören. So. Der hat ja noch einen habe ich jetzt zerstört, dann hat er noch 2 Drachen mit eiskaltem Blick. Den könnte ich hiermit kontrollieren. Battle-Phase. Angriff. Erstmal Lebenspunkte abziehen. Ja, das war klar. Penner. Ah, falsche Taste. Ah, der kommt garantiert gleich wieder mit dem nächsten Drachen. Der Kunde, der. Was haben wir hier? 1500. Ah, hat der nicht eigentlich auch einen Effekt? Detailfenster. Karten. Der Braun hat auch einen Effekt. Okay, so, was haben wir denn hier? Weil der hat
jetzt 4300. Ich muss jetzt gucken, dass ich jetzt mir eine kleine Verteidigungsbasis schaffe. Weil wenn der jetzt gleich mit seinem scheiß Drachen kommt, alles verkauft. Oh nee. Oh, ein Bastard, ey. Setzen. Ich drücke mal die falsche Taste. Mal gucken. So, was wollen wir denn haben? Wir haben hier einen Bayern von Exodia. Wir haben hier, was hat der? Oh, der 2000 Verteidigung. Oh, Entschuldigung, mein Mikrofon. Und was haben wir noch? Wir haben noch einen Arm von Exodia. Noch ein Bein. Und wo ist der andere Arm? Da ist der andere Arm. So, ich würde gerne Exodia versuchen zusammenzukriegen. Also. Davon sind noch zwei drin. Das ist ja schon mal positiv. Dann nehmen wir jetzt erstmal hier das Bein. Zack. Nochmal durchgemischt. Und ein Arm. Na, wie geil ist das denn? Sitzen. So, jetzt habe ich. Jetzt brauche ich noch einen Arm und noch ein Bein. Gut. Jetzt könnte. Könnte vielleicht so ja was werden. In der Serie hat er der auch mit Exodia geschafft. Okay. Greift an. Und greift meinen Lebenspunkt an. Eieieiei. Das kann ich mir nicht mehr holen. So, was haben wir hier? 1800. Wie fährt der hier um? 1800, 1300, dann könnten wir damit erstmal. Ach, der hat auch, welcher hat der Stufe 5? Ah, fuck, kann ich da ja mal rufen, ey. Ah, 300, das bringt das nichts. Das sind ja 1000. Details. Falls du diese Karte... Falls du diese Karte... Rechtes Bein... Der verbogen... Linkes Bein... Der verbogen... Rechten Arm und linken Arm... in der Hand hast, gewinnst du das Duell. Ah, ich muss ja in der Hand haben. Okay, lass mal sie draußen. Ich könnte ja noch Glück haben. Ich könnte kein Glück haben, weil ich jetzt keine... Fuck, kann die nicht setzen. Ja, greif mich an, du Pisser. Ich hab glaube ich zu hoch, oh Gott. Setzen. So, ob eine falsche Taste. So. Drei. Gut. Die setzen wir mal hoch, verdeckt. So, jetzt können wir wieder eine schöne Basis aufbauen. Jetzt. Ich will den anderen rufen. Nein! Ich verdeckt. Pisser! Ah, Scheiße.
Versuchen wir es nochmal. Immer versuche ich es noch. Ja, komm, ich weiß doch schon alle. Ich hab doch schon. Achso, ich kann ja auch Dreieck drücken zum Überspringen. Geschichtsdeck. Ich hab's ja schon. Ich hab's ja schon mit dem Geschichtsdeck. Hab ich so ein bisschen was im Kopf. So, jetzt nehme ich aber nochmal Schere. Ja, und diesmal gewinnt er. Ja, ist egal. Als zweiter gehe ich als erster. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Was haben wir denn hier? Was macht denn der? Deck durchsuchen. Gut, dann nehmen wir auf jeden Fall den erstmal. Den kann ich nicht. Dann habe ich Schmerzen. Die tippe ich mir mal lieber auf. Die tippe ich mir mal lieber auf. Und die behalte ich auch in der Hand, falls er irgendwas packt hier, dass meine Karten auf dem Feld zerstört werden. Okay, er greift auch wieder an. Das ist okay, aber ist klar. So, was haben wir denn hier Schönes? Was haben wir hier Exodia drin? Ich werde wieder versuchen auf Exodia. Ich will Exodia einfach mal haben. Oh, jetzt kriegt er auch noch Lebenspunkte. Genau. Oh, Scheiße. Mist. Ja, ist klar, die weißen Drachen. Pass mal auf, mein Freund. Dann machen wir einfach mal. Da. Jetzt machen wir einfach mal das. Effekt aktivieren. Boom. Dann kann er erstmal drei Züge nicht machen. So. Details. Starke. Hat eine starke. Kann jetzt eigentlich nur auf Zeit spielen. Da haben wir dann Bienen. Genau. So, dann haben wir hier 3000. 3000 Angriff. Kann er jetzt alle drei zerstören. Dann gehen wir einfach mal in die nächste Phase. Dann liegt jetzt kein Monster. Kann er die drei da in Ruhe zerstören und ein bisschen Lebenspunkte abziehen. Genau, mach mal. Oh.
Und mein Deck angegriffen. Okay. Macht nichts. So, wir machen jetzt einfach mal so. Effekt aktivieren. Und einfach mal alle deine Karten weg, du kleiner Bastard. Dann setzen wir uns mal hier schön gerade in der Verteidigung. Und dann machen wir den nächsten Zug. So, jetzt brauche ich noch zwei Karten. Brauche noch einen Bein und noch einen Arm. Ja, komm, greif mich an. Komm, greif mich an. Genau, so schön. So. Was hat der? Der hat 2400. Was hat denn der hier? 1700. 1800. So. Den. Ja, da müsste ich den ja opfern. Also will ich den beschwören. Scheiße, war jetzt zu viel. Ich hätte den mal im Verteidigungsmodus. Oh nein, eine stärkere Karte. Nee, die Fee. Oh, du kleiner Pisser, du. Was haben wir hier? Wählen. Thronphase. Ziehe drei Karten, dann wirf zwei Karten ab. Okay, okay, okay. Den kann ich abwerfen. Okay, machen wir jetzt Effekt aktivieren. Geile Sache. Monster-Reanimation und den haben wir auch gekriegt. Super. Super, 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 super. So. Den will ich abwerfen. Den will ich abwerfen. Und was werfe ich noch ab? Der hat 1800, der hat schon Power. Aber wenn ich den rufen kann, also den kann ich jetzt nicht beschwören. So. 1400. So. Beschwören. Setzen. Kann ich nicht mit Monster-Reanimation Monster von dem rufen? So. So, mein Freund, Alter, jetzt bist du fertig. Natürlich im Angriffmodus. So. Jetzt gehen wir einfach mal in die Battle-Phase. Und dann angreifen. Angreifen. Das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt gehen wir mal hier angreifen. Gucken, was der da hat. Hoch weg. Super. So ist es doch schon mal schön. So gefällt mir das. A-Karte. Was machst du denn jetzt? Ja. Och, Mensch, Katzen. Ja. Oh, yes. So. Den können wir schwimmen. Den können wir... Zerstören, den nehmen wir uns mal schön auf. So, den können wir jetzt in Verteidigung
Genau, den wollen wir jetzt beschwören. Ein Monster opfern, ich weiß. Und wir opfern dieses. Dieses, das hat schon 2000 Verteidigung. Wir nehmen mal das. So. Und dann hatten wir da drunter. Der hat bestimmt was mit 2000. 3000. 2500. So, wir nehmen jetzt die Blätterfaser. Und den greife ich an. Ah! Okay. Dann greifen wir halt. So, ja. Okay. Ja. Ja. Okay. So, dann können wir das setzen. Hier dreimal und dann haben wir das, das können wir aussetzen, das können wir aussetzen, das können wir den setzen. So. Und dann nehmen wir uns den mal auf. Was passiert, wenn ich den doppelt setze? Vielleicht aktivieren, zack. So, hier. Dreier, da hab ich viel. Den werden wir nachher nehmen. Und dann hole ich damit den. Oder besser gesagt den hier. Genau. Kommen wir da langsam voran hier. So, in die Battlefaser eintreten. Und jetzt mit dem angreifen. Und zwar da. Und dann mit dem angreifen die Lebenspunkte. Lege aus der Hand ab. Was? So, aus der Hand ablegen. Der Dreier. Ich hätte mal den lieber weglegen sollen. Oh ja. Okay, gut. Hab doch hier schon die Mitte zerstört. Und nochmal Lichtschwerter. Ja, ich hab nochmal Lichtschwerter jetzt drin. Das ist doch toll. Das ist doch ganz toll. Das ist doch ganz, ganz toll. Kann ich danach noch rufen, benutzen, um den zu rufen. Gut, und dann setzen wir die jetzt auch mal. Die hebe ich mir mal auf. Nein! Okay. Wenn du das willst, angreifen. Greif durch meinen weißer Drache, die ich mir von dir geklaut habe. Okay. Jetzt wird mal gespannt, was passiert. Ja. Ah. Alles klar, ich habe gewonnen. Oh. Ja, so schnell kann man mit Exodia gewinnen. Herrlich. Okay, Maximilian Pegasus. Herz der Karten.
Ah, Lichtschwert habe ich jetzt auch einmal. Ah, okay. Sind da Nummerkarten, glaube ich. Gucken wir mal rein, was wir haben hier. Also, wie lange nehme ich denn jetzt eigentlich schon auf? Hoppala. Oh, 34 Minuten. Also, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal aus. Ich werde das jetzt auf jeden Fall weiterspielen, weil mir tut nämlich langsam auch schon mein Finger weh. Ich finde es saugeil. Also, eigentlich so mit Story und so. Und ich werde auf jeden Fall noch Videos machen, wenn ich das mit dem Blue Hunter wahrscheinlich online spielen werde. Also Multiplayer. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und ich habe damals schon bei der PS3-Version gesagt, warum nicht PS4? Jetzt ist es soweit. Jetzt ist die PS4-Version da. Ich freue mich megamäßig. Es macht richtig Fetz. Und ich finde dieses Minimalistische, wie jetzt auch wie bei der PS3-Version war, genau wie hier, finde ich saugeil. Wir haben wirklich keinen Schnickschnack. Wir brauchen keine direkte 3D-Grafik für irgendeinen Monsterangriff-Scheiße oder irgend so Müll. Wir haben hier die Stories. Wir können auch dann halt immer das Deck wählen, ob wir normal unser Deck nehmen wollen oder das historische Deck. Wir haben Duell-Herausforderungen, wir haben Tutorial noch drin. Gut, Herausforderungen habe ich noch nicht. Inhalte zum Herunterladen, da haben wir dann halt hier so ein paar Sachen drinne zum Runterladen. Das hatte ich mir im Vorfeld ja schon angeguckt. Da muss ich mit dem Blue mal fragen. Der hat den, hat da glaube ich schon was gekauft, was das für eine Bewandtnis hat. Das sind 4 oder 5 Pakete, glaube ich. Weil ich wollte mein Nordic Deck kaufen, aber das Nordic Deck gibt es so hier nicht. Ja, der Store bleibt leise. Keine Ahnung. Normalerweise kommt man Entschuldigung. Normalerweise kommt man drauf zu und dann kann man da sich Sachen runterladen. Hier haben wir den Multiplayer und Deck ändern, Kartenshop. Hier können wir Kartenshop. Können wir jetzt zum Beispiel hier, ist alles zugeschlossen. Können wir hier bei Jugis Großvater, ja. Zack, bumm. Und dann kriegen wir hier Karten, indem wir halt hier Punkte opfern. Was nehmen wir da? Ja, wir nehmen auf jeden Fall das. Hier. Zack, und wir verlieren Punkte und dadurch kriegen wir jetzt einen Boost-Paket-Shop. So. Und die, ich glaube, die kriegen wir so ja alle hier. Wenn wir uns jetzt angucken. So. Nochmal seht ihr gleich oben, dass er verschwindet von 4500 mit dann bei 4300. Und dann kriegen wir dann hier 8 Karten jedes Mal. Ja, das ist doch schon mal was. Ja, das, ja. Ich würde sagen,
Da werde ich dann aber erstmal meine Punkte aufheben und mir dann im späteren Kartenshop, weil hier scheint ja noch mehr zu kommen, noch andere Karten zu holen. Vielleicht kommt ja dann mein Nordic Deck auch mal zum Vorschein. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr begeistert und freue mich, dass es endlich für die PS4 ist, dass ich es für die PS4 online spielen kann. Ich hoffe, ihr seid auch so begeistert wie ich. Wie gesagt, ich werde demnächst dann noch ein Video machen mit dem Blue zusammen. Und dann werden wir dann am Ende vom Video auch nochmal doppelt Meinung abgeben. Also ich und meine Meinung abgeben. Blue wird seine Meinung abgeben. Der ist ja auch so ein Manga- und Anime-Spiele-Fan. Mit dem habe ich ja auch Dragon Ball gemacht. Den kennt er ja noch. Und mit im Zockerkanal bei Gamercheck LP habe ich da mit ihm und dem Onkel und dem Crash Chris Dying Light gespielt. Den werdet ihr dann im nächsten Video wiedersehen. So kanalübergreifend sozusagen. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.